Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ihr habt das ja alle gehört. Die Niedersächsische Landesliste ist zugelassen zur Wahl 2013. Wir hatten letzten Montag in Hannover einen grandiosen Wahlkampfauftakt. Und alle KVs haben bereits begonnen zu plakatieren. Hunderte von Helfern sind unterwegs. Und ich danke euch herzlich dafür, dass ihr das schon mal gemacht habt. Wenn man solche Erlebnisse hat, nach der vielen Arbeit und in dem unruhigen Gewässer, in dem wir uns gerade bewegen, dann tut das einfach gut. Und wir wollen jetzt volle Kraft auf die Landtagswahl im Januar nehmen. Wir lassen uns von den Umfragen auch überhaupt nicht beeindrucken. Immer wieder müssen wir deutlich machen, dass wir Piraten für ein neues Politikverständnis stehen und dass es sich lohnt, uns zu vertrauen. Wir sollten uns immer wieder darauf besinnen, was uns dazu gebracht hat, Piraten zu werden, nämlich der Politik Perspektiven und Visionen zu geben. Wir haben die gute Idee, als Menschen Politik in die eigene Hand zu nehmen, weil wir keine Zensur wollen, weil wir keine Grundrechte eingeschränkt haben wollen, weil wir Politik verstehbar machen wollen und Demokratie mit Hilfe von neuen Technologien beleben wollen. Das sollten wir uns immer vor Augen halten. Wir Piraten sind die einzige Partei, die jeden offen zur Mitarbeit auffordert. Und wir schaffen neue Möglichkeiten dafür, auch mitmachen zu können. Das unterscheidet uns von allen anderen Parteien. Diese gute Idee wird sich durchsetzen. Diese Idee verkörpern wir Piraten. Und wir Piraten werden damit erfolgreich sein. Die Bevölkerung vertraut den etablierten Politikern nicht mehr. Nur noch 10% der Bevölkerung traut den etablierten Politikern zu, die anstehenden Probleme zu lösen. Deutschland ist zum Reparaturbetrieb zugunsten weniger geworden. Das werden wir verändern. Seit es Piraten gibt, beeinflussen wir Politik. Die Grünen wählen in Urwahl. Die Linke lässt ihr Programm von Nichtmitgliedern mitschreiben. Die CDU befragt ihre Mitglieder zum Parteiprogramm online. Erfolgreich haben wir zu ACTA und anderem Stellung bezogen. Transparenz ist inzwischen zum Stichwort bei allen Parteien geworden. Wir machen also erfolgreich Politik. Mit diesen Gründen müssen wir wuchern. Wir sind Ideengeber der Politik geworden. Weiter so. Wir leben in einem der reichsten Volkswirtschaften der Erde. Das verpflichtet alle Teile der Gesellschaft zu solidarischem Handeln. Das ist derzeit aber nicht so. Wir treiben gerade in eine neofeudale Verhältnisse, in denen wenige aufgrund ihrer Geldmacht bestimmen wollen, wohin die gesellschaftliche Reise gehen soll. Das ist eine Schande. Das muss sich ändern und das kann nur jeder selbst bewirken. Jeder muss Politik in seine eigene Hand nehmen. Wir sollten jetzt Ideen ausarbeiten, wie diejenigen, die tagtäglich im Handel, im Handwerk, in der Dienstleistung, in der Industrie arbeiten, wieder ein faires Leben zurückerlangen können. Sie sind die Leistungsträger der Gesellschaft und Sie können von Ihrem Einkommen kaum noch leben. Entlohnung und Arbeitsleistung stehen nicht mehr im Einklang. Diejenigen, bei denen es noch ausreicht, leben in Angst, abzurutschen. Der Druck steigt. Arbeit macht inzwischen krank. Das ist eine gesellschaftliche Katastrophe. Die OECD hat festgestellt, wo die Mindestmarke
unter der eine würdige Existenz nicht mehr möglich ist, liegt. Das gilt es umzusetzen. Alles andere ist neofeudale Klientelpolitik. Wir Piraten müssen das in die Hand nehmen, und wir Piraten haben gute Ideen dazu. Volle Kraft voraus mit einem Einkommen für alle. Wir haben das BGE beschlossen. Diese gute Idee wird auch immer häufiger nachgefragt. Also lasst es uns offensiv vertreten. Allen Unkenrufen zum Trotz ist ein Einkommen für alle durchaus finanzierbar. Es zeigt sich, dass wir bereits seit 2010, laut Finanzminister Schäuble, jährlich einen ausreichend hohen Betrag an Transferleistungen ausgeben. Er würde reichen, um monatlich jedem Bundesbürger 1.000 Euro Daseinsvorsorge auszubezahlen. Wir wissen, dass die Atomindustrie nicht an den Atomausstieg glaubt. Wir müssen mit dafür sorgen, dass es eine wirkliche Energiewende gibt. Eine Wende zu dezentraler, regenerativer Energieversorgung in Bürgerhand. Das wird überall in Deutschland neue Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass sich wirtschaftlich alle, auch Konzerne und Firmen, an den Kosten der Energiewende beteiligen, nicht nur wir Bürger. Viele junge Menschen sehen wenig Perspektive in ihrem Leben. Das müssen wir ändern. Gesellschaft braucht Fairness und Gerechtigkeit. Gesellschaft braucht Entschleunigung. Jeder muss ausreichend Zeit bekommen, seine Persönlichkeit zu entwickeln, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Das wird neue Ideen und viel Fantasie freisetzen. Wir brauchen ein steuerfinanziertes Ausbildungs- und Studieneinkommen, damit jeder die beste Ausbildung genießen kann, die er möchte. Es darf keine Abhängigkeit von Einkommen und Bildung in Deutschland geben. Das kann sich Deutschland nicht nur leisten, das muss sich Deutschland auch leisten. Und das wird nur gelingen, wenn die Betroffenen, wir alle, Politik in unsere eigene Hand nehmen. Wir Piraten werden für mehr Beteiligungsmöglichkeiten sorgen, ob in der Partei oder in der Fraktion. Alle Bürger sind aufgefordert, mitzuwirken und Ideen einzubringen, eben die Politik in ihre eigene Hand zu nehmen. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass Bildung frei ist, dass Demokratie lebt, dass jeder Mensch in Würde leben kann. Wir Piraten müssen das System nachhaltig ändern. Heute und morgen haben wir hier Programmparteitag. Wir haben die Chance dazu. Also lasst uns Weichen stellen. Lasst uns Politik in unsere eigene Hand nehmen. Kommt alle an Bord, klarmachen zum Ändern. Vielen Dank. Jetzt übergebe ich das Wort noch an eine Co-Spitzenkandidatin, Katharina Nokun. Ja. Hallo, liebe Piraten in Bochum. Ich wollte euch wissen lassen, wir in Niedersachsen wissen ganz genau, was Angst bedeutet. Angst davor, in die rechte Ecke gestellt zu werden, obwohl wir ein sehr umfassendes Programm zu Migration und Integration und einem friedlichen Miteinander haben. Angst davor, dass unsere Aufstellungsversammlungen immer und immer wieder angefochten werden. Und letztendlich hatten wir Angst davor, dass unsere Landesliste nicht zugelassen wird. Das ist zum Glück nicht eingetreten. Gestern wurden wir zugelassen. Und ich glaube, das mit der Angst, das ist jetzt vorbei. Nicht nur in Niedersachsen, sondern auch bundesweit. Wir in Niedersachsen haben in den letzten Monaten gezeigt, was es heißt, zu kämpfen. Wir haben gezeigt, dass ungefähr 3000 Individualistinnen und Individualisten sich durchaus zusammenraufen können und immer wieder aufstehen, um zu kämpfen und weiterzumachen, um gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und ich muss an dieser Stelle sagen, an die niedersächsischen Piraten, es ist ein verdammt gutes Gefühl,
auf einer Liste zu kandidieren mit einem Landesverband, der so in dieser Art immer wieder aufsteht und weiterkämpft und sich nicht unterkriegen lässt. Und dafür möchte ich im Namen aller Listenkandidaten einmal Danke sagen. Was wir brauchen, ist mehr Kampfgeist. Denn immer wieder aufstehen und nicht aufgeben, das ist echter Kampfgeist, das ist wahre Leidenschaft. Und das ist die Leidenschaft für die Inhalte, die wir auch in den Parlamenten brauchen. Die Leidenschaft für Idealismus und die Leidenschaft dafür, was echte Politik und echte Demokratie bedeutet. Und ich glaube, das können wir Piraten ganz gut. Liebe Piratinnen und Piraten, winter is coming. Wir haben einen Winterwahlkampf zu überleben. Der Winter steht vor der Tür und dabei brauchen wir eure Hilfe, euren Kampfgeist, eure Leidenschaft und nicht zuletzt eure Solidarität. Wir haben nicht viel Geld, weder im Bund noch im Land. Aber was wir haben, ist etwas viel Wertvolleres. Wir haben Ideale und wir haben Menschen, die bereit sind, für diese Ideale einzutreten, für diese Ideale auf die Straße zu gehen und auch in die Parlamente. Lasst uns gemeinsam streiten für Bürgerrechte und Transparenz, für mehr Demokratie und direkte Demokratie, die den anderen etablierten Parteien keine Beinfreiheit gibt, weiterhin Entscheidungen gegen den Großteil der Bevölkerung einfach durchzuboxen und untereinander auszukungeln. Wir sind für eine offene Gesellschaft, für einen offenen Zugang zu Bildung, Infrastruktur, Gesundheit und gesellschaftlicher Teilhabe. Das ist uns wichtig und das fehlt bisher in der politischen Landschaft. Liebe Leute, lasst uns zeigen, dass 30.000 Individualistinnen und Individualisten gemeinsam an einen Strang ziehen können. Lasst uns dieses Wochenende inhaltlich streiten, hart streiten, um die Sache, um die richtige Sache und die richtige Richtung. Lasst uns zeigen, dass wir vor Herausforderungen keine Angst haben und dass wir Herausforderungen annehmen und damit umgehen können. Denn hohe Erwartungen, das ist etwas, worauf man sich freuen kann. Denn wir machen das mit der echten Demokratie und wir reden nicht nur darüber, unerbittlich, idealistisch und kompromisslos in der richtigen Sache. Und was wir niemals, aber auch niemals vergessen dürfen, liebe Leute, wir haben mit der Piratenpartei und unseren Forderungen, aber auch unserer Struktur einen Nerv getroffen. Und daher lasst uns niemals vergessen, dass es wichtig ist, dass wir da dranbleiben und weiterhin den Finger in die Wunde der parlamentarischen Demokratie legen, um mehr Rechte für die Bürgerinnen und Bürger einzufordern. Danke.